Insights. Insight. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Hallo und herzlich willkommen zusammen in dieser neuen Episode von unserem Podcast Insights Inside. Heute geht es um das Thema Entspanntsein ist machtvoll. Und die heutige Episode und auch die darauf folgenden Episoden sind inspiriert worden von einem Interview mit Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert, falls du sie noch nicht kennst, ist eine New York Times Bestseller-Autorin. Sie hat Bücher geschrieben wie Eat, Pray, Love und Big Magic. Und sie war vor kurzem auf einem großen Event mit dem Namen Inbound 2019. Hier versammeln sich jährlich Marketing- und Verkaufsprofis und Erfolgsfanatikern aus den ganzen Staaten und weltweit. Und sie war dort eingeladen als quasi so die Hauptattraktion von 250 Rednern. Und sie kam später auf die großen Bühne nach dem Interview in einem kleineren Kreis. Und ihr Interviewpartner hat sie gefragt, Elizabeth, hast du eine Hauptbotschaft, die du uns allen weitergeben möchtest auf der großen Bühne später, wenn du vor allen sprichst? Und sie hat pausiert und hat innegehalten und Folgendes hat sie in etwa gesagt, übersetzt von mir aus dem Englischen. Here we go. Es scheint die schwierigste Sache der Welt zu sein, aber wenn du dich entspannen kannst, wird alles besser. Kampfkünstler wissen, dass der entspannteste Mensch im Raum gleichzeitig der machtvollste ist. Denn Anspannung ist eine Einengung deines ganzen Seins. Wenn du angespannt bist, sind sogar deine Augen davon betroffen. Plötzlich werden deine Welt und die Möglichkeiten, die du siehst, sehr klein. Wenn du es jedoch schaffst, entspannt zu sein, wird es nicht nur dein Leben viel lebenswerter machen, sondern du bekommst dadurch einen 360-Grad-Blick. Du siehst plötzlich Dinge und Lösungen, die andere nicht sehen. Du erkennst aber auch, wenn es keine Lösung gibt, und kannst dich dafür entscheiden, deine Kraft für einen anderen lohnenswerten Kampf aufzuheben. Es fällt dir dann leicht, ein Gleichgewicht zwischen Kräften, die am Wirken sind, und deine eigenen Interessen zu schaffen. Es wäre revolutionär, wenn wir alle einfach entspannen könnten. Es geht allerdings nicht um die Art von Entspannung, die du denkst. Es geht nicht um einen Wellness-Tag. Ich spreche von einer Entspannung auf der Zellenebene. Was ich für uns alle wünsche, ist, dass wir Entspannung finden. So, in dieser Podcast-Episode wollen wir eine virtuelle Taschenlampe auf die Macht vom Entspanntsein werfen und wir treten damit eine neue Erkenntniswelle los. Und ich übergebe jetzt das Wort an meine Mitinitiator dieses Podcasts, nämlich an Silvia Kittel. Silvia, was macht dieser Gedanken von Elizabeth Gilbert mit dir? Was hörst du, was siehst du? Danke, liebe Shelia, für diese wirklich tolle Einführung. Ich habe deinen Worten gelauscht. Ich habe mir dann auch das Video auch von der Elizabeth Gilbert noch einmal angehört, weil es mich wirklich berührt hat. Und die Gedanken, die ersten, die ich hatte, waren so, entspannt sein ist auf der einen Seite das Schwierigste auf der Welt und dann ist es aber auch wieder eigentlich das Leichteste auf der Welt. Und was ich auch bemerkt habe, oder was, also wenn ich mir meine letzten 20 Jahre anschaue, dann war ich doch immer irgendwie auf der Suche nach diesem Entspanntsein. Da draußen gibt es eine Frage, nämlich die bei mir dann auch oft hochkommt, ist natürlich dann, ja, aber wie denn? Wie mache ich das denn? Und ich glaube, das Schöne an diesem Entspanntsein ist, dass es, natürlich gibt es ganz viele Techniken da draußen und Meditieren und Yoga und
achtsames Gehen und ich weiß nicht was alles, also ganz, ganz viel. Und du wirst auch von uns in den nächsten Folgen, Episoden, Tipps weiß ich gar nicht, aber so Möglichkeiten, wie es uns gelungen ist, entspannter zu sein oder wie wir das auch gesehen haben, was den Leben entspannter macht. Aber das Schöne daran ist, dass eigentlich die Absicht alleine schon reicht, entspannter zu sein. Und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen absurd. Also ja, wenn ich mich dazu entschließe, entspannt zu sein, dann bin ich ja nicht entspannt. Nein, vielleicht nicht gleich. Aber das Schöne ist, dass, und so wie du das auch gesagt hast, unser Fokus öffnet sich. Wir sehen Möglichkeiten und dann kommen Bücher, laufen einem über den Weg oder eben auch dieser Podcast oder, weiß ich nicht, man beschäftigt sich mehr mit Meditation, mit Buddhismus. Also viele, viele Richtungen, viele, viele Wege, die man einschlagen kann, um entspannter zu sein. Und das Schöne oder das Schwierige und das Schöne ist, dass dir die Entspanntheit ja niemand geben kann. Also die Shelia nicht, ich nicht, aber sonst auch niemand kann dir sagen, mach das und dann bist du entspannter. Dass das Teuflische daran ist, dass es immer der eigene Weg ist und das ist aber gleichzeitig auch das wirklich Schöne, weil wenn wir mal selbst den eigenen Weg gefunden haben, und ich glaube, Shelia, du hast ihn zu einem Großteil gefunden, ich habe ihn mittlerweile gefunden, dann ist es einfach da. Ja, dann ist es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert viel, viel öfter, dann ist es plötzlich viel, viel leichter. Und ich glaube, was ich da wirklich mitgeben möchte, ist, dieses Entspannt ist, das ist kein Tool und keine Technik und das ist nichts, was wir kaufen können im Supermarkt. Und es ist in dir drinnen und je mehr du in diese Richtung schaust und die Absicht hast, es wird dir einfach über den Weg laufen. Es kann gar nicht anders sein. Ja. Ja, so habe ich auch dieses Entspanntsein gefunden, Sylvia. Ich weiß noch, in 2015, ich saß in einer... Ja? Oh, Entschuldigung. Ich habe gedacht, du hast was gesagt. Ich saß in einem Coaching-Gespräch mit meinem Coach und sie wirkte sehr entspannt auf mich. Und ich in meiner Einengung, in meinem eigenen Stressgefühl, in meinem schnell nach vorne rennen die ganze Zeit, habe mich genau das Gegenteil von entspannt gefühlt und habe sie gefragt, ja, aber wie komme ich dorthin? Und sie hat auch so was zu mir gesagt wie, alleine die Tatsache, dass du die in diese Richtung schaust und der Idee nur deinen Respekt verleihst, wird schon einen Prozess in Gang setzen, wie als würde man einen Dominostein anstupsen und der erste Dominostein tritt auf den zweiten Dominostein, auf den dritten und so weiter und so fort, bis du irgendeines Tages aufwachst und da stehst und sagst, oh, seit 3-4 Jahren habe ich mich nicht angespannt gefühlt. Wie ist denn das passiert? Und damals, als sie das gesagt hat, ich konnte einfach nicht glauben, dass das so ist, aber so kam es tatsächlich. Und was mir außerdem noch in den Sinn kommt, Sylvia, zu diesem Thema, ist vielleicht das, womit die Zuhörer was eher beginnen können, ist vielleicht das Gefühl und den Kontrast, wenn wir nicht entspannt sein können. Und ein Beispiel, das mir dazu einfällt, ist ein New Business Pitch aus meiner Agenturzeit. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben in den letzten Podcast-Episoden. Und wenn ja, dann sagst du mir Bescheid, Sylvia. Mach ich. Aber wir haben in der Agentur einfach plötzlich eine Chance gehabt, für einen Kunden zu pitchen, der sehr renommiert war. Und mein Chef hat uns alle zusammengetrommelt um den großen Besprechungstisch in der Agentur und hat gesagt, Leute, wir haben auf die Chance gewartet, für diese Automobilhersteller zu arbeiten. Jetzt kam heute der Brief per Post an und wir wurden gebeten, mitzupitchen. Und wir waren alle so aufgeregt und er hat gesagt, quasi, ihr dürft nicht die Chance entgehen lassen, diesen Pitch gewinnen. Wir brauchen diesen Kunden unbedingt. Wir wollen diesen Kunden unbedingt.
Und er hat uns alle weggeschickt, um Ideen zu entwickeln, um ein Konzept, um eine Strategie zu entwickeln für diesen Kunden. Und wir waren so angespannt von dem Druck, diesen Kunden bekommen zu müssen, um jeden Preis. Obwohl wir wussten, alle als Team, erfahrungsgemäß, wir hatten sogar eine Statistik vorliegen. Und diese Statistik besagte uns, 1 von 10 Pitches gewinnen wir. Und das ist die Realität. Und so sind wir in jedem Pitch reingegangen, wo wir wissen, dass es eine 1 von 10 oder 10% Chance ist. Aber dieses Mal haben wir gedacht, nein, wir müssen. Und alle sind komplett erstarrt. Wir hatten nämlich gar nicht diese 360-Grad-Blick. Wir konnten keine Ideen sehen. Und das erste Mal in der Agenturgeschichte, und ich glaube, es ist seitdem auch nicht wieder vorgekommen, wir waren nicht in der Lage, an dem Tag der Präsentation eine Präsentation zu liefern. Wir hatten keine, weil all die Ergebnisse, die wir produziert waren, waren so zerstreut, so nicht zusammenhängend, dass es uns zu peinlich war, dorthin zu gehen an unserem Pitch-Tag und irgendwas zu zeigen. Also das heißt, wir haben irgendwie so intuitiv, wir wissen, wie das ist, das Gegenteil von dieser Entspannung. Und ich wollte das vielleicht einfach mal auch als Kontrastbeispiel zeigen, weil das ist ein Gefühl, das uns sehr, sehr bekannt ist. Oder wie siehst du das, Silvia? Absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass uns aber auch das Gefühl des Entspanntseins sehr bewusst ist. Du hast vorhin den Wellness-Tag angesprochen, ja, also da, jetzt habe ich einen Wellness-Tag und da kann ich mich entspannen. Ich hatte eine Kundin, die hat ein Haus an einem See hier in der Nähe von Wien und sie ist dann dort immer hingefahren, manchmal unter der Woche, wenn sie Zeit hatte, manchmal am Wochenende und hat gesagt, ja, aber dort kann sie sich dann entspannen. Und für mich ist das dann oft so, habe ich gesagt, das heißt, die Erlaubnis gibst du dir, wenn du dann zum See fährst, dann gibst du dir die Erlaubnis, dass du dort entspannen darfst. Aber hier, wo du dann im Business bist oder wo du die ganze tust, da darfst du nicht entspannen. Diese ganzen Techniken und Tools sind oft die Erlaubnis, dass wir uns entspannt fühlen dürfen. Das heißt, wir wissen, wie sich dieses entspannt fühlen anfühlt, nur wir glauben, wir dürfen es nicht. Wir glauben, wenn ich jetzt mein Business mache, dann muss ich anstrengend. Also dann muss ich mich anstrengen und dann muss ich sehr, sehr fokussiert sein und dann muss ich noch mehr Power reingeben, weil ich dann sonst nicht erfolgreich bin oder nicht mein Business noch ein Level höher bringen kann. Da geben wir uns die Erlaubnis zum Entspanntsein nicht, aber so wie du schon gesagt hast oder auch die Elisabeth Gilbert, the most relaxed person in the room is the most powerful. Und powerful ist jetzt mächtig, machtvoll, aber das ist auf dem Deutschen ein bisschen negativ ausgelegt. Ich will es wirklich in das Positive geben, nämlich ich habe ja nicht mehr Macht jetzt über andere Leute. Das heißt, ich kann, was ich auch beobachtet habe, wenn es jemanden gibt in einem Raum, der sehr entspannt und gelassen ist, das legt sich wie ein Tuch über den ganzen Raum. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. So, das ist auch dann wieder die Erlaubnis. Aha, na, wenn diese Person entspannt sein kann, dann kann ich das jetzt auch sein. Wenn dein Chef wahrscheinlich bei diesem Pitch entspannt gewesen wäre, gesagt, hey, strengt euch an, wir wollen ihn gewinnen, wir müssen ihn gewinnen, aber und mehr Entspanntheit da reingebracht hätte, dann hätte sich diese Entspanntheit über euch gelegt. Ja. Und das ist das Schöne daran, dass sich die Entspanntheit einfach nicht nur in uns ausbreitet und unseren Fokus erweitert, unseren Radius vergrößert, sondern sich auch auf den Menschen, mit denen wir in der zusammenarbeiten oder mit denen wir uns beschäftigen, ausweitet. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Und wir brauchen die Erlaubnis nicht durch irgendwelche Techniken oder Tools. Wir dürfen immer entspannt sein. Und ich glaube, das ist also für mich ist das auch ein sehr, sehr, was sehr Machtvolles, zu wissen, dass ich auch in meinem Business entspannt sein kann. Dass ich auch, wenn ich einen wichtigen Termin habe, entspannt sein kann, weil ich eigentlich letztendlich viel effektiver und more powerful bin, als wenn ich total den Fokus klein mache und den Fokus so auf mich dann auch gebe. Ja, mache ich das gut und ich muss mich anstrengen und das muss etwas werden.
das ist definitiv nicht hilfreich. Ja, es ist definitiv etwas, was zumacht, anstatt dass es öffnet. Mhm. Ja, das greife ich auf. So wir, und zwar, das wollen wir anschauen in den nächsten Episoden, in dieser Erkenntniswelle, dass genau, was die Sylvia anschaut, ist, macht das eng? Macht es unsere Möglichkeiten eng? Gibt es in uns ein Gefühl der Enge, was gerade ist? Oder sind wir offen? Sehen wir mehr? Sind wir in einem Meeting mit anderen und wir haben dadurch, dass wir entspannt sind, einen Weitblick vor allem Raum, wie es jedem geht. Wir können erkennen, was der Kunde am Tisch braucht und möchte, weil wir einfach besser, klarer sehen können als die als vielleicht anderen Raum, die eingeengt sind und gestresst sind. Können wir in unserem Business leichter und kraftvoller mit unseren Kunden verbinden, wenn wir offener sind und ihnen gegenüberstehen? Können wir Opportunities, also Gelegenheiten im Business besser und klarer sehen durch diese Entspannung? Also wir untersuchen quasi in den nächsten Episoden, was macht eng oder was, wie ist diese Enge und wo stammt es, wo kommt es her? Und wie ist dieses offene Weite und was sind die Gegebenheiten dahinter, die dazu führen? Und in diesem Kontrast und auch durch das Teilen von unseren Erkenntnissen auf verschiedensten Bereichen, hoffen wir, dass du auch mehr sehen kannst über dieses Entspanntsein ist machtvoll. Und wie immer in unserem Podcast geht es darum, es gibt nichts zu tun, sondern es gibt etwas zu sehen. Und wir hoffen, dass du jede Menge darüber siehst. Also, ich würde abschließen, Sylvia, sei denn, du hast was Wichtiges? Nein, das einzig Wichtige ist, ich freue mich wirklich auf die nächsten Episoden, weil es ein so wahnsinnig spannendes Thema ist und ich bin gespannt, welche Erkenntnisse wir da herausbringen. Absolut. Dann sehen wir uns gemeinsam in den nächsten Episoden. Wir freuen uns auf dich, auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.